Ein schwarzes Loch, wie wir es uns vorstellen. Wirklich gesehen hat diese kosmische Erscheinung noch niemand. Die Objekte in den Weiten des Universums auf ganz besondere Weise zu erforschen, hat sich dieser Mann zur Aufgabe gemacht. Ich bin Carsten Danzmann, ich bin Physiker und möchte das Universum hören. Deshalb detektiere ich Gravitationswellen. Auf der Erde und bald auch im Weltall. Seine Forschungsobjekte, die Gravitationswellen, sind ein fester Bestandteil des Kosmos. Die stärksten dieser Wellen entstehen durch eine Supernova, die Explosion eines Sterns oder etwa die Verschmelzung von schwarzen Löchern. Als eine Art Schwerkraftsignal verursachen Gravitationswellen Stauchungen und Streckungen von Abständen der Zeit, des Raumes und seiner Objekte, wie etwa unserer Erde. Soweit das Prinzip. In Wirklichkeit sind die durch Gravitationswellen ausgelösten Raumzeitänderungen unsichtbar und spielen sich auf der Größenskala eines Atoms ab. Die wirklich messbare Auslenkung beträgt nur rund ein Tausendstel des Durchmessers eines Wasserstoffkerns. Deshalb erforscht Carsten Danzmann Gravitationswellen nicht etwa mit Teleskopen. Seine Messinstrumente liegen unter der Erde. In diesen Metallröhren laufen Laserstrahlen. Sie dienen dem Team als eine Art Maßband zur Messung der Gravitationswellen. Dieses sogenannte Laserinterferometer ist ein raumeinnehmendes Präzisionsinstrument. Je länger die Laserstrecke, umso genauer das Messergebnis. Zudem muss das Interferometer vor jeglichen Erschütterungen geschützt werden, denn der Messbereich liegt schließlich im winzigen Atommaßstab. Das gilt selbst für jene Wellen eines kosmischen Großereignisses, an dem im Jahr 2015 erstmals eine Gravitationswelle gemessen wurde. Ausgelöst durch zwei schwarze Löcher vor unfassbar langer Zeit. Für den Gravitationsphysiker Carsten Danzmann sollte dies der größte Moment seiner bisherigen Forschungsarbeit werden. Vor 1,3 Milliarden Jahren sind da draußen im Universum zwei schwarze Löcher miteinander verschmolzen. Nachdem sie Millionen von Jahren umeinander gekreist waren, dann kreisten sie immer schneller, strahlten Gravitationswellen ab, rührten sich schließlich, machten ein lautes Plopp. Und dann war alles vorbei. Sie müssen sich das vorstellen. Nachdem diese Welle 1,3 Milliarden Jahre durchs Universum gelaufen war, 1,3 Milliarden Jahre, und erreicht uns just an dem Tag, an dem wir zum ersten Mal in der Lage waren, sie einzufangen. Manchmal muss man einfach Glück haben im Leben. Am LIGO, dem Verbund von zwei Interferometern an Standorten in den USA, wurde diese Gravitationswelle gemessen. Die Grundlagen für die enorme Messpräzision der kilometerlangen Lasertunnel von LIGO ist auch ein Verdienst des Teams von Carsten Danzmann. Nach Jahren des Wartens ging hier die Gravitationswelle aus dem Rendezvous der beiden schwarzen Löcher ein. Wissenschaftlich eine Sensation, wenn auch für den Laien ein weniger beeindruckendes Signal. Ja, das sieht ein bisschen unscheinbar aus, wenn Sie das nur grafisch anschauen. Sie müssen es hören. Wir hören ja das Universum mit Gravitationswellen. Und diese Gravitationswellen sind in einem Frequenzbereich, wo unsere Ohren sie hören könnten, wenn sie nur Milliarden, Milliarden Mal empfindlicher wären. Also wenn Sie das Signal abspielen, das ist doch einfach gigantisch, wenn man es hört. Die wissenschaftliche Basis zur möglichen Existenz von Gravitationswellen lieferte bereits Anfang des 20. Jahrhunderts Albert Einstein. Doch bis zum Beweis, dass es diese Wellen in der Raumzeit tatsächlich gibt, vergingen viele Jahrzehnte der Ungewissheit. Carsten Danzmann und die Gravitationsphysiker unserer Tage überführten also ein weiteres Kapitel der Relativitätstheorie in die Realität. Doch damit nicht genug. Vor den Toren von Hannover liegt das Freilandlabor von Carsten Danzmann, GEO 600.
Die Laserstrecken dieses Interferometers sind 600 Meter lang, nicht 4 Kilometer wie die der amerikanischen Anlagen. Doch auch am GEO 600 können Gravitationswellen gemessen und neue Technik für zukünftige Anlagen erprobt werden, denn das Messprinzip aller Interferometer ist gleich. Es besteht aus zwei Laserstrecken, die im rechten Winkel zueinander stehen. Das Interferometer misst Abstandsänderungen der beiden Strecken. Von einer Laserquelle aus wird der Strahl aufgespalten und läuft die beiden Strecken entlang. Am Ende der Strecken trifft der Strahl auf einen Spiegel und wird zurückgeworfen. Normalerweise brauchen beide Strahlenäste gleich lang, denn der Abstand beider Spiegel ist gleich groß. Tritt eine Gravitationswelle auf, verändert sich der Abstand. Diese Abstandsänderung führt zu einem Signal, wie es etwa zum ersten Mal überhaupt die Gravitationswelle aus der Fusion der beiden schwarzen Löcher verursachte. Seither konnten mehrfach solche Fusionen schwarzer Löcher abgehört werden, um Bereiche des Kosmos zu erforschen, die mit Teleskopen und optischer Technik nicht erreichbar sind. Doch die Gravitationsphysiker um Carsten Danzmann wollen nicht nur die unsichtbare Seite des Kosmos aufspüren. Ihr grundlegendes Wissen zur Interferometrie dient auch der ganz praktischen Anwendung in einer Weltraummission. Die besteht aus zwei Satelliten, die in einer niedrigen Erdumlaufbahn die Erde umkreisen werden. Und die messen ihren Relativabstand mit der Laserinterferometrie, wie wir sie für unsere Gravitationswellendetektoren entwickelt haben. Und was macht man damit? Man misst das Schwerefeld der Erde. Und daraus kann man den Grundwasserhaushalt der Erde ableiten. Denn wenn das Grundwasser in der Erde sich verschiebt oder ändert oder weniger wird, dann ändert sich das Schwerefeld der Erde. Und solche Satellitenmissionen sind der einzige Weg, global, orts- und zeitaufgelöst nachzumessen, was mit dem Wasserhaushalt unserer Erde passiert. Das unscheinbar wirkende Gravitationswellensignal von 2015 ist also noch mehr als ein wissenschaftlicher Meilenstein. Es ist der Startpunkt für die Entwicklung von Interferometern der nächsten Generation. Diese Anlagen, an denen die Arbeitsgruppe mitarbeitet, werden so genau sein, dass daraus eine neue Form der Astronomie entstehen wird. Gravitationswellenastronomie, die im Minutentakt Ergebnisse aus den Weiten des Universums liefert. Dies war nicht das Ende einer langen Entwicklung. Wir haben nicht Jahre und Jahre nach etwas geforscht und sagen, so, jetzt haben wir es gefunden. Nein, dies war der Anfang. Wir werden eine reiche Gravitationswellenastronomie sehen, die sich da entwickelt. Ein Wegbereiter für den Beweis großer Theorien und für ein neues Forschungsfeld. Carsten Danzmann.